Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gut auf der Couch geschlafen, aber wieder nur 5 Stunden, glaube ich. Ich war wieder bis fast 2 Uhr wach. Aber eigentlich nur, weil ich noch keine Lust hatte zu schlafen, bis ich dann fast eingenickt bin. Ich habe noch ein paar Sachen umgeräumt und das war's dann. Habe noch ein paar Cornflakes gegessen und das war's auch. Ja, und jetzt war ich schon wieder um 6:30 wach. Ich werde immer zwischen 6 und 6:30 wach, immer wenn die Kinder auch wach werden. Also ich glaube, um mich da umzustellen, bräuchte ich mindestens 2 Wochen allein schon. Ja, habe aber gut geschlafen hier unten. Schon die Rollos alle hochgemacht, ich lüfte gerade ein bisschen und dann stehe ich auf, weil heute ist mein Plan tatsächlich Dachboden. Ich will mich gar nicht zu lange mit was anderem aufhalten, damit ich wieder abgelenkt werde, sondern gleich auf den Dachboden gehen. Beziehungsweise eine Waschmaschine anmachen und dann auf den Dachboden gehen. Nachher muss ich kurz zu Rewe fahren. Ich muss mal Hackfleisch holen. Ich habe gestern mal nach einem Rezept geguckt. Für ein Hackfleisch-Kichererbsen-Hack. Eintopf ist es nicht. Ich habe dazu nämlich noch alles da. Ich brauche nur ein bisschen Hackfleisch. Ich will ja viel aufbrauchen, was da ist. Aber ich kann jetzt nicht nur Nudeln essen, jeden Tag Nudeln. Deswegen hole ich mir mal ein Hackfleisch. Ich brauche eh neue Milch. Da bietet sich das an. Und ja. Ich werde mich jetzt gar nicht so lange hier einkuscheln, sonst komme ich nicht hoch. Deswegen werde ich mich gleich mal hier hochbewegen. Morgen kommt ja der Maler. Das bedeutet, heute Abend muss ich hier die Stangen und die Gardinen abnehmen. Das ist aber kein großer Act. Das mache ich heute Abend. Oder vielleicht schon im Laufe des Tages. Mal schauen, da kann ich die Gardinen gleich waschen. Obwohl, da habe ich die nächsten Tage eigentlich genug Zeit. Muss ich mich jetzt nicht hetzen. Das mache ich heute Abend. Und dann räume ich auch so ziemlich alles weg, was hier nicht gebraucht wird. Räume es woanders hin. Ich überlege noch, wohin. Die Stühle könnte ich in die Abstellkammer stellen. Oder bei mir ins Zimmer. Der Maler muss da nur an 2 Ecken ran. Mal gucken. Auf jeden Fall strecke ich mich hier gerade und dann werde ich gleich mal aufstehen und vielleicht mal ein paar Augenpads benutzen. Ach, um mich rum geht's schon wieder los draußen. Die Gartenarbeiten da und da und da. Überall wird schon wieder gerührt und gemacht. Ich vergesse immer, dass andere keinen Urlaub haben. Okay, dann. Ich bin irgendwie noch todmüde. Gerade. Aber ich stehe gleich auf. Aufwachfrisur. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt doch keine Augenpads drauf mache. Ich mache mich nur etwas ausgefallen, weil ich doch schnell zu Rewe fahre und zum Baumarkt. Ich möchte noch was für die Hecke besorgen. Gucken, ob die diesen Dünger haben. Das sollte ich noch schnell erledigen, weil die nächsten 2 Tage, wenn der Maler im Haus ist, bleibe ich ja großteils da, bis auf abends. Deswegen, dann kann ich einiges machen. Deswegen werde ich das jetzt noch schnell besorgen. Ja, und ich mache hier wieder meinen Reinigungsschaum von Ehepo da drauf. Ups, bon. Glasflasche, man hört's. Aber heute tatsächlich ohne Cognac-Swatch oder ganz, ganz schnelle Variante nur mit den Händen. Der ist nämlich hart, den habe ich gestern auch nicht benutzt, deswegen ist er jetzt komplett hart. Den weiche ich jetzt nicht ein. Ich mache das jetzt schnell so. Kurz ein bisschen Serum drauf. Dann richte ich mir die Haare mal grob und dann ab geht's in den Baumarkt. Ich darf nicht wieder zu viel Zeit vertrödeln, sonst gehe ich nicht in den Dachboden hoch. Das ist so eine Sache. Das mag ich aber, ihr Bruder, dass ich hier wirklich die Möglichkeit habe, meine Pflege auch schnell zu machen. Mit dem Handtuch wäre es nur besser. So, Handtücher in der Wäsche, kein neues dran gehängt. Ich bin voll organisiert. Das ist wirklich das Schöne bei ihr, Bruder, dass man auch wirklich seine Routine hier ganz schnell abfiedeln kann. Zack, zack. Deswegen gefällt mir das ja so mit den Produkten, dass da auch wirklich für alles was dabei ist. Ne? Nicht einfach nur Masken oder was, was länger braucht, sondern auch was, womit man wirklich so zack, zack, zack hier durchzischen kann, wenn man es eilig hat, so wie ich jetzt gerade. Also eigentlich habe ich es ja nicht eilig, ich habe ja Zeit, aber doch, ich habe es eilig, weil ich möchte mich nicht so lange jetzt wieder aufhalten, sonst gehe ich da wieder nicht hoch. Oh, das war zu viel Serum. Ja, die Kinder, denen geht es auch gut. Das Wetter da ist leider gerade nicht so toll, aber sie wollen heute in den Zoo und dort soll es nicht regnen. Also
hoffen wir das Beste. So, und ich werde mich jetzt stylen, wobei stylen tatsächlich zu viel gesagt ist. Ich mache mir bloß einen anderen Zopf. So, ihr Lieben, ich bin auf dem Dachboden angekommen. Oh, Schreck, oh, Schreck, oh, Schreck. Fast 10 Uhr, ich war jetzt noch beim Baumarkt und bei Rewe. Gott, ich schnaufe, weil ich gerade tatsächlich dreimal hier rauf und runter bin, plus die Treppe unten. Ich bin nicht in Form, aber egal. Als erstes baue ich den jetzt zusammen. Das mache ich zuerst. Dann will ich mir das da vornehmen und den Staubsauger da hinten und das ein bisschen besser einspacen, dass das hier nicht so wuchtig viel Platz wegnimmt. Es ändert zwar an sich nicht viel, aber es ist mir jetzt gerade einfach zu unübersichtlich alles. Und dann wird mein nächster Schritt erstmal hier das ganze Kinderzeug sein. Das muss wirklich weg. Genau, und danach mal gucken, wie viel Zeit noch ist, weil es ist ja jetzt schon 10. Aber 2-3 Stunden will ich jetzt auf jeden Fall mal hier durchziehen. Ein kurzer Zwischenbericht, da ist gar nichts passiert. Und hier sieht's, also ich finde es schlimmer aus als vorher. Wir haben so viele Kindersachen. Wahnsinn, das sind jetzt die ganzen Wintersachen noch und Sachen, die Hannah jetzt im Herbst passen. Und, oh Gott, Sachen, die ich aussortiere, Sachen, die sie jetzt noch anziehen kann. Mützen, da sind Mützen und Schals und Strumpfhosen. Das ist ganz viel Winterzeug. Ja gut, das sieht jetzt ein bisschen gebauschter aus, als es eigentlich ist, aber trotzdem. Ja gut, und hier ist ein Kallax drunter, ne? Also es ist jetzt nicht ein ganzer Klamottenberg. Aber der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Aber es geht voran. Ich bin jetzt hier schon ganz gut vorangekommen in den Boxen und habe einiges sortiert. Ich weiß nicht, ob ich alles reinkriege. Ich werde vielleicht nochmal so ein Gemischtfach machen müssen für jede Größe. Aber ja, es geht voran. Das sind jetzt gerade so die Sachen, die jetzt im Herbst, Winter passen. Die kommen ja bald runter und das, was ihr zu klein ist, fliegt ja dann komplett raus. Also da ist ja Bewegung drin. Und das Gute ist, dass ich hinter diesem Kallax habe ich gesehen, Moment, ich muss jetzt hier mal ganz vorsichtig laufen, weil ich habe noch kein Geländer und das ist ein bisschen glatt. Das Gute ist, dass ich hier hinter diesem Kallax Platz habe. Ich komme dahinter, um zu putzen und ich kann Boxen dahinter stellen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich wollte nämlich eigentlich den anderen Vierer noch hier dran stellen, aber den habe ich jetzt erstmal dort stehen. Wahrscheinlich werde ich da an der Wand auch nochmal eine Reihe machen, weil jetzt komme ich halt gut hin. Mit dem Wischer von der Seite und von der anderen Seite kann man halt auch mal putzen da hinten. Das finde ich halt auch ganz charmant, ne? Deswegen, ich denke, da werde ich erstmal Schuhboxen oder so hinstellen. Mal gucken. Auf jeden Fall im Moment absolute Katastrophe. Aua, mein Kopf, Dachschräge. Absolute Katastrophe, wirklich. Wie freue ich mich, wenn das beseitigt ist, weil dann ist es tatsächlich überschaubarer. Das da hinten sieht ja nach absoluter Katastrophe aus, ist aber eigentlich gar nicht mehr so schlimm, weil ich da schon einiges auch da unten drunter ordentlich in Boxen verpackt habe. Das ist also nicht mehr irgendein Gekrusch, sondern das sind Lichterketten, aber die Box ist ziemlich voll. Ich werde noch eine kleine brauchen. Lichterketten, Tannenzweige, Kugeln, nochmal Kugeln. Also das ist schon relativ sortiert. Tannenbaumständer. Also das ist jetzt nicht so, dass hier alles da hinten noch Kraut und Rüben ist. Und im Schrank ist es eigentlich auch ordentlich. Also, und in dem Schrank ist auch kein Kraut und Rüben. Da habe ich Winterjacken drin gestapelt. Vielleicht passen sogar noch ein paar rein. Der wird irgendwann rausfliegen. Aber im Moment nehme ich ihn noch für die Jacken. Ja, also eigentlich, wenn ich mal das hier beseitigt habe und mich hier freier bewegen kann, dann geht auch, denke ich, relativ schnell was voran. Aber das ist halt echt langwierig, ne? Ich bin jetzt fast 4 Stunden hier oben oder 3,5 Stunden und es sieht irgendwie aus, als ob nichts passiert wäre. Aber wenn das mal eingeräumt ist, dann weiß ich, dass dann die Fortschritte wahrscheinlich relativ schnell sind. Also werde ich jetzt erstmal Pause machen. Mein Akku vom Laptop ist nämlich leer. Ich kann gleich nichts mehr gucken. Jetzt gehe ich erstmal was essen. Und bereite unten schon ein bisschen was für den Maler vor. Und nachher werde ich aber wieder hochgehen, wenn mein Akku geladen hat. Weil ich möchte heute wirklich die Kinderklamotten schaffen. Den Dachboden, wie gedacht, werde ich nicht schaffen. Aber die Kinderklamotten, das will ich heute einfach schaffen. Und wenn ich hier bis Mitternacht sitze. Aber das will ich heute wegkriegen. Also, kein Geschnacke, sondern runtergehen, Akku laden, essen, weiterarbeiten. Und ich melde mich wieder. Es sieht immer noch schlimm aus, aber definitiv besser als vorhin. Das zieht sich unheimlich in die Länge mit der Kleidung. Wow. Wir haben definitiv zu viele Jacken. Also ich weiß nicht, wo die ganzen Jacken herkommen, aber 110, 116 war ganz schlimm bei uns. Ich habe so viele Jacken. Ich muss mal sortieren. Das ist wirklich ganz schlimm. Also sortiert habe ich jetzt, aber ich meine, ob wir die alle jetzt anziehen diesen Winter oder ob wir welche aussortieren. Ich muss mal gucken. Ist einfach viel zu viel.
Ja, das sind Sachen, die ich dann schon mit runternehmen werde. Nicht jetzt, sondern, ja, weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich hier ein bisschen mehr Ordnung gemacht habe, wenn der Maler fertig ist. Vielleicht nehme ich es dann mit runter, weil jetzt will ich mir nicht alles zustellen unten. Ich lasse es jetzt noch oben, aber das sind schon mal Sachen für den nächsten Herbst-Winter. Da ist aber auch noch mehr drin. Ich habe es jetzt in den Schränken nach Größen geordnet und halt nach Pullis, Hosen, Jacken. Ist ein bisschen durcheinander. Ich war erst ganz stolz, ne, alles ganz ordentlich. Immer eine Größe, aber hier ist es jetzt leider ein bisschen durcheinander geraten, weil immer noch irgendwas aus der Versenkung aufgetaucht ist. Das ist echt furchtbar. Aber ist ja egal. Ich habe Zettel dran gehängt, alles ist gut. Bei Lust und Laune kann man es nochmal umlegen, aber ja, alleine hier die roten und auch die eine grüne, das ist alles jetzt 110, also was diesen Herbst-Winter passen wird. Das wird diesen Herbst-Winter bleiben und dann verschwindet das. Genau, da habe ich jetzt gerade erstmal Boxen reingestellt, die noch übrig waren mit Kindersachen, Schuhe hauptsächlich. Muss ich auch noch sortieren, ja. Aber der Maler kommt morgen relativ früh und ich denke, ich werde dann hier oben weitermachen. Es ist nur gerade ein bisschen frustrierend mit den Klamotten. Da ist nämlich noch ein Sack. Ich drehe durch. Oh Gott. Das sind aber größere Sachen. Zur Not muss ich halt noch eine Box machen mit Restgroßsachen und die hinter die Kallax schieben erstmal. Ist ja auch egal, aber das will ich morgen wirklich wegkriegen. Und dann soll hier ein bisschen was passieren. Dann space ich als erstes das da drüben ein. Aber das sind Altkleider, das nehme ich gleich mit runter. Jetzt mache ich erstmal das Fenster zu. Aber wow. Wow. Ich hätte nie, 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 nie gedacht, dass das so lange dauert. Echt, ich wollte ja hier heute den halben Dachboden aufräumen, ne? Aber ey, das mit der Klamotte, Wahnsinn. Weil es halt nicht in Ordnung war, weil wir halt immer alles in Tüten getan haben und irgendwo hingestellt haben. Hätten wir das von Anfang an richtig sortieren können, wäre das ja gar nicht erst so weit gekommen. Aber das jetzt alles auseinanderzufieseln und überall waren noch irgendwelche Tüten versteckt, also ganz schlimm. Aber morgen werde ich es fertig haben. Also morgen ist alles einsortiert und dann geht es weiter, dass das da oben alles wegkommt. Und dann gucke ich mal, wie ich die Regale stelle. Ob ich die alleine hier rumgeschoben bekomme, das ist eher so ein bisschen das Problem. Da überlege ich noch, weil alleine den Kallax hier rumzuwuchten ist ein bisschen schwierig mit der Luke. Oder wenn alles freigeräumt ist. Mal gucken. Ist ja auch egal. Jetzt werde ich erstmal das Fenster zumachen und dann soll es das für heute gewesen sein. Oh Mann, ich habe echt gedacht, heute ist hier schon ein richtiger Fortschritt, aber ne. Naja, immerhin, dieser Haufen hier. So sah es ja auch aus, als ich raufgekommen bin, aber jetzt ist es einsortiert. Vorher standen die ganzen Tüten hier noch oben drauf. Die sind jetzt weg. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Es sieht nicht wirklich danach aus. Ich muss mir nur immer wieder sagen, es ist aber einer. Es ist einer. Dafür sind die Dinger jetzt gerammelt voll. Gut. Na dann. Gehe ich mal runter. So, und hier unten habe ich quasi alles ready gemacht für den Maler morgen. Sieht sehr kahl aus. Ja, ich werde dann nur noch später hier den Kamin abräumen und das Bällebad und alles, was ich da gerade reingeworfen habe, noch wegbringen. Und dann hilft er mir morgen, die schweren Möbel wegzurücken. Oh, und dann macht er sein Ding hier im Gäste-WC und er macht noch eine Kleinigkeit in meinem Zimmer. Ja. Und ich schlafe heute Nacht übrigens wieder hier unten, weil mein Bett noch nicht bezogen ist. Ja, absolut wieder wie auf der Baustelle. Sehr schön. Heute brennt bei mir Chocolate Pistachio von Bath & Body Works und ich kann einfach nur sagen, dass ich diese Kerze umwerfend finde. Die riecht so toll. Die riecht nach ganz warmer, vollmundiger, milchiger Schokolade mit in einem Hauch von dieser grünen Pistazie drin. Aber total weich und lecker und. Also die möchte man einfach nur essen. Da möchte man wirklich reinbeißen in diese Kerze. Also die riecht fantastisch. Fantastisch. Also absolut fantastisch. Riecht toll und beduftet auch das ganze Haus. Ich muss sagen, die Bath & Body Works Kerzen beduften das ganze Haus. Also wirklich, das geht zack, zack durch die drei Dochte. Wahrscheinlich wird es mit dem Candle Warmer auch schnell gehen, aber ich habe die eigentlich ganz gerne brennen. Ich mag das momentan hier am Tisch, wenn mal eine Kerze brennt. Ich bin ja allein zu Hause und es gibt mir so einen Hauch von Gemütlichkeit. Auch wenn der Rest des Hauses gerade nicht so gemütlich ist, weil ich ja alles eingeräumt habe zum Streichen. Ja, auf jeden Fall super schöner Duft. Ganz, ganz toll. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin ja schon fleißig am Werken. Ich habe die Couch jetzt vorgezogen. Habe dahinter schon mal geputzt, gesaugt, die Leisten sauber gemacht. War auch nötig. Und ja, habe jetzt eigentlich alles hier schon so ein bisschen zusammengerollt. Und wenn der Maler kommt, müssen wir noch den Kühlschrank wegschieben ein Stück, oder? Ne, der hat ja Rollen. Aber trotzdem, das mache ich jetzt nicht alleine.
Und wir müssen den hier ein Stück von der Wand wegrücken. Das machen wir auch zusammen. Und dann mal gucken mit der Wandhalterung vom Fernseher. Ich traue mich da gerade nicht dran zu ziehen. Den kann man ja ein Stück vorziehen. Und wir haben abgemacht, dass wir gucken, dass wir den Stück nach vorne nehmen. Er streicht so gut es geht, dass man nichts sieht. Und mein Mann nimmt den dann irgendwann ab und streicht dahinter, weil den jetzt hier rumzuwuchten, das wollte ich einfach nicht. Ja gut, deswegen bin ich eigentlich schon ganz gut vorangekommen. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich heute die Kindersachen schon vom Dachboden hole, die Winterjacken, und die einmal im Schnelldurchgang durchwasche. Sauber sind sie ja, aber die haben ja da die ganze Zeit gelagert. Dass ich das einfach mal mache, weil ich habe ja in Hannas Schrank unten den Korb frei und in der Kommode auch noch zwei Schubladen. Und demnächst bekommen sie ja von mir ein 2,50 Meter x 2,1 Packs noch reingestellt als Schrankwandergänzung. Und dann ist genug Platz für die Winterjacken. Und dann hole ich die oben runter, dann räume ich nämlich gleich die Sachen in die Fächer und dann ist gut, bevor ich in einem Monat wieder anfange. Das werde ich machen. Ich wasche jetzt gerade unsere Bettwäsche einmal durch. Die werde ich in den Trockner schmeißen. Ich habe die letzten Tage auch gerne mal was am Wäscheständer getrocknet oben. Aber die schmeiße ich in den Trockner und wasche dann die Jacken. Oh, der Maler klingelt. Ich bin mal weg. Tschüss. Aktueller Zwischenstand. Der junge Mann macht Pause. Ja. Und hier ist noch alles abgedeckt. Ich melde mich um 21 Uhr und ich zünde jetzt eine Kerze von Bath & Body Works an. Ich bin gerade total narrisch auf diese Kerzen. Und zwar den hier, Banana Bundt Cake. Den habe ich noch nie angehabt, aber das Krasse an den Bath & Body Works Kerzen ist ja, ich habe die hier unten stehen gehabt, offen, ohne dass sie brannte, und die riecht schon im ganzen Raum. Das ist wirklich krass. Ja, ich freue mich, der wird bestimmt toll. Ja, ansonsten hat der Maler heute das Wohnzimmer tatsächlich fertig gemacht. Ich bin ganz begeistert, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, der macht heute Erstanstrich und morgen Zweitanstrich. Der hat aber das Wohnzimmer komplett fertig. Die Korrektur mit der grauen Farbe in meinem Zimmer macht er morgen. Wir wollten es erst streichen, aber ich habe ja jetzt vor, das Zimmer umzugestalten. Und da lohnt sich das einfach nicht, alle Wände zu streichen. Es ist eigentlich nur die Wand vorm Fenster, wo wir gesagt haben, ob er die mal ein bisschen korrigieren kann, oder am Türrahmen, weil irgendwie ist das da nicht so schön geworden. Und bevor wir jetzt wieder anfangen, wenn er eh gerade da ist, soll ich das gleich noch mitmachen. Das wird nicht so lange dauern. Im Gäste-WC hat er den Erstanstrich gemacht und da kommt dann noch der Zweitanstrich drüber. Aber Wohnzimmer war halt fertig. Also habe ich, während er hier noch fertig gemacht hat, oben schon mal gebisselt. Im Schlafzimmer und im Badezimmer. Die Kinderzimmer muss ich noch machen. Da habe ich mal kurz gesaugt, aber das war's. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen, weil es hat ausgesehen. Es war dadurch, dass ich 2 Wochen ja nicht zum Putzen groß gekommen bin, hat das ausgesehen. Das war ganz furchtbar. Und dadurch immer Dachboden rauf und runter. Und da sind mir ein paar Fusseln runtergefallen. Und das war einfach, es war jetzt einfach nötig. Auch unterm Bett war es dringend nötig. Also habe ich das gemacht. Und hier unten habe ich auch durchgebisselt und Staub gewischt. Komplett im Wohnzimmer. Auch endlich mal hinter den Möbeln. Die waren ja eh gerade weg. Also habe ich hinter der Couch und hinterm Kamin und hinterm Kühlschrank sauber gemacht. Die Küchenfronten waren ja schon sauber. Hab die Teppiche abgesaugt. Groß die geputzt hatte ich ja zum Glück schon vorher. Fenster habe ich jetzt nicht geputzt, außer das Küchenfenster, weil das sah irgendwie schlimm aus. Ich habe dann jetzt noch die gewaschenen Gardinen gebügelt und aufgehängt. Die neuen Übergardinen aufgehängt. Bis auf eine. Die trocknet oben noch. Und ja, jetzt ist 21 Uhr und jetzt werde ich was Kleines noch essen. Ich glaube, ich mache mir so eine Dessertcreme mit Nougat. Ich habe da jetzt Hunger drauf. Ursprünglich wollte ich jetzt noch was kochen, aber es ist 21 Uhr. Mir jetzt noch Nudeln zu kochen, habe jetzt auch keine Lust mehr drauf. Oder Cornflakes. Ich habe Lust auf kalte Milch. Ich habe heute 2 gebackene Camemberts mit Preiselbeer gegessen. Das war's. Das habe ich gemacht, als der Maler kurz in der Mittagspause war. Da habe ich mich hier mal in die Folie gesetzt hier unten und habe schnell was gegessen. Das war's heute. Aber es ging eigentlich auch. Nur jetzt möchte ich noch irgendwas essen. Ich zeige es euch dann morgen mal. Morgen ist ja mein Plan, vielleicht, wenn ich lustig bin, morgen früh mal zu Andreas GmbH zu fahren. Ich will dann noch was gucken, nach 1-2 Sachen. Und dann habe ich das schon mal weg. Weil am Freitag möchte ich dann eigentlich gerne mal nach Frankfurt fahren, ins Nordwestzentrum. Und der Maler kommt morgen erst um 13 Uhr oder um 13:30 Uhr. Der wird ja auch nicht so lange da sein morgen. Und dann erledige ich das einfach vorher. Weil nachher ist doof, da ist Feierabendverkehr, das muss nicht sein. Also mache ich es einfach gleich früh. Genau. Und das ist der Stand von heute, ihr Lieben. Ja, im Dachboden geht es ganz gut voran. Es dauert halt, wenn man alles ordentlich machen will. Es dauert und dauert und dauert und dauert. Uns fehlen halt Kallaxe da oben. Es fehlen noch Kallaxe unter der Schräge, einfach um Sachen reinzuräumen.
Aber ich habe ja Boxen und alles und ich sortiere mir das jetzt erstmal so, weil die Kallaxe, die holen wir dann später, da habe ich jetzt keine Lust zu. Das sind nämlich wieder, ich weiß nicht wie viele, 100 Euro in Kallaxen. Deswegen, naja, 49, 49, 49, naja, 150, zwischen 150 und 200 Euro werden wir auf, naja, was heißt hunderte von Euro, also zwischen 150 und 200 Euro, je nachdem wie viele wir bräuchten, aber zwei bräuchten wir schon mal, ne? Naja, hat aber Zeit, Hauptsache ist erstmal aufgeräumt. Im Moment sieht es gar nicht so viel besser aus als vorher, obwohl ich schon wirklich viel sortiert habe. Aber im Moment räume ich es halt noch von A nach B. Aber es macht Fortschritte. Mein Mann muss seine Ecke dringend aufräumen. Das ist so ein Chaos mit seinen ganzen Papieren, aber das räume ich nicht auf. Das lasse ich ihn mal schön selber machen. Gut, und was jetzt im Wohnzimmer definitiv noch fehlt, sind Bilder. Da werde ich mich jetzt wohl demnächst mal dran machen, nach Rahmen zu gucken. Dass wir Bilder aufhängen können. Ich hätte ja Lust hier auf so eine Bilderwand im Wohnzimmer mit so Gräsern oder irgendwas. Allerdings werde ich das wohl nicht machen, weil ich finde einfach, wir sollten hier mit Kinderbildern arbeiten und nicht nur mit sterilen Bildern, mit irgendwelchen Sprüchen. Ich finde es halt so schön, ne? Also es gibt so tolle Bilderwände und wenn ich die immer sehe, finde ich die halt auch so schön mit Gräsern und Sprüchen. Oder über, ja, Mode ist jetzt nicht so meins, Bäume, Büsche, Palmenblätter, es gibt ja alles Mögliche. Ich finde diese Bilderwände schön, aber es ist halt so unpersönlich. Kein Foto der Kinder sondern oder von uns, sondern einfach immer nur diese anonymen Bilder. Ist ein bisschen blöd. Die kann ich im Bad machen und im Gäste-WC auch, weil im Gäste-WC muss ich jetzt keine Fotos von unseren Kindern hinhängen. Und oben mal gucken. Im Schlafzimmer auch, denke ich. Im Schlafzimmer mache ich auch sowas. Aber hier im Wohnzimmer möchte ich eigentlich lieber Bilder mit unseren Kindern hinhängen. Richtig schöne Fotos. Ja, denke ich schon. Da werde ich mich auch ranmachen. Da brauche ich Rahmen. Dann muss ich ein paar schöne Bilder raussuchen, die so ein bisschen bearbeiten und dann ausdrucken lassen. Gut. Und jetzt knurrt mir der Magen. Ich gehe jetzt essen. Ciao. Oh. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade bei der Andreas GmbH angekommen. Eine halbe Stunde später als geplant. Aber macht nichts. Ich will eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten gucken. Also ich werde da jetzt nicht stundenlang rumbummeln. Ja, ich wollte mir halt nochmal nach so Tischläufer, ja nicht Tischläufer, sondern noch so Platzsets oder so gucken. Und dann düse ich auch wieder ab nach Hause, weil der Maler kommt ja um 1:30 und ich muss heute Rasen mähen, weil morgen die Biotonne geleert wird. Der Rasen wächst jetzt nicht mehr so schnell wie in der Wachstumszeit. So Mai, Juni ist ja krass. Juli ging auch noch, aber jetzt wächst er schon definitiv auf jeden Fall langsamer. Ich merke es, aber ich muss trotzdem mähen, damit ich noch alles wegwerfen kann. Und nach Annabels Geburtstag, also Mitte September, wird dann vertikutiert. Gott, ich bin ja so gespannt, wie das wohl wird. Ich habe teilweise Videos gesehen, da sah ja der Garten aus wie ein Schlachtfeld. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber jetzt gehe ich erstmal schnell zu Andreas rein. Was mich allerdings freut, das Wetter deutet sich gerade gut an. Also es ist zwar ziemlich bewölkt, aber es sieht nicht aus, als ob es gleich gießen würde. Das heißt, dem Rasenmähen steht nichts im Weg. Sehr gut. Ach, da gibt es so schöne Blumen. Ich könnte wieder alles Mögliche einkaufen, aber ich habe mir gesagt, ich hole jetzt nichts mehr dieses Jahr. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Ich habe aber tatsächlich nicht viel gekauft. Ich wollte eigentlich noch andere Sachen mitnehmen, habe mich aber jetzt wieder umentschieden, beziehungsweise sagt mir, nee, ich warte noch. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich es nächstes Jahr im Garten mache. Und bis es soweit ist und alles steht, Zaun und so weiter, hole ich jetzt erstmal nichts mehr dafür. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so viel mitgenommen. Eigentlich nur so ein paar Teile. Zum einen habe ich Luftballons mitgenommen. Ich muss mal gucken, was es gekostet hat. Ja, ich habe für jeweils 1,70 Euro netto Luftballons mitgenommen. Jeweils so 5 Stück mit einer Zahl drauf. Einmal die 6 und einmal die 3 für die Kids, für die diesjährigen Geburtstage. Dann habe ich Servietten mitgenommen, wie üblich. Ich und meine Serviettensucht, das ist ganz schlimm. Und zwar 2x1,85 und einmal 1,65. 1,65 sind die hier, einfach nur weiß mit Merry Christmas. Das fand ich eigentlich auch mal ganz schön, sehr schlicht. Dann aber natürlich auch noch für die Kinder was dabei. Und zwar einmal für 1,85. Lasst uns froh und munter sein. Ich fand den irgendwie cool mit der Knollennase.
Und auch 1,85 dieses Haus hier. Das fand ich auch total süß. Mit den ganzen Kindern, die auf den Weihnachtsmann da unten schauen. Fand ich total cool. Die durften mit. Dann habe ich zweimal für 4,95 Euro Tischsets mitgenommen. Allerdings nicht als Platzset, sondern wirklich, um was draufzustellen. Und zwar die hier. Aus so einem schönen, dicken Stoff, fast wie so ein Plate, so ein bisschen. Fand ich irgendwie cool. Ich will mir ja auch noch, beziehungsweise habe ich dann für 19 Euro auch noch den passenden Tischläufer mitgenommen. Der ist jetzt nicht so lang, aber der ist recht breit. Ich fand das ganz schön. Der hat hier dieses leichte Muster, so gesteppt halt. Ist richtig schön, gefällt mir gut. Ich will mir ja auch noch von Joop den holen, passend zu meinen Gardinen. Und eigentlich auch die Tischsets, aber die Tischsets sind halt wirklich eher so, showmäßig. Für die Kinder kann ich die nicht gebrauchen. Leider hatten die dort jetzt nichts wirklich, was ich gebrauchen kann. Ich brauche Platzsets, die wirklich ganz ordinär glatt sind. Ich hatte welche in so einer dieser Rattan-Optik und es wird alles nicht sauber, wenn die Kinder dann Nutella und Tomatensauce drauf machen. Das ist alles idiotisch und deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich brauche wirklich die aus Omas Küche noch, diese glatten, die man abwischen kann. Ja, also da muss ich wirklich gucken. Für Weihnachten hätte ich dann vielleicht gern was anderes. Wobei, wenn man die Kinder am Tisch hat und die Rotkohl essen, was nützen mir da Joop-Tischsets? Also gar nicht, ne? Und ich mache da nicht für uns Joop und für die Kinder. Das vor allem ist mir auch schon mal Rotwein draufgekommen. Das ist dann auch wieder schade. Ich glaube, die hole ich mir eher so aus dekorativen Gründen. Aber fürs Essen, ja, ich muss halt mal gucken, ein paar schönere für Weihnachten. Aber so für die Kinder, für den Alltag, brauche ich wirklich die ganz ordinären zum Abwischen. Das kommt einfach am besten. Also egal, was ich mache. Und dann noch einmal für 12 Euro hier dieses Pampasgras. Ich habe jetzt gar nicht so ein langes gebraucht, aber die hatten jetzt kaum noch was. Und ich dachte, ich nehme jetzt einmal so ein kleines Bündel mit. Das möchte ich mal probieren, ob das oben auf dem Kamin was aussieht. Jetzt erst einmal, damit da überhaupt was steht. Weil irgendwas muss dahin, das ist so kahl. Aber ich bin da noch am Überlegen. Genau, ich räume das schnell weg. Beziehungsweise werde ich die dann mal schnell durchwaschen. Und dann kommt ja bald schon der Maler. Ich will jetzt oben noch die Gardinen abnehmen und dann muss ich mal kurz Rasen mähen.